Die natürlichen Gegebenheiten Zentralanatoliens sind so, dass es tatsächlich eigentlich ein solches Imperium nicht ernähren könnte, oder man würde annehmen, dass es es nicht ernähren kann. Was die Hittiter geschafft haben, ist durch eine enorme soziale Organisation, durch erhebliche technische Innovationen und durch den militärischen Ausgriff auf die südlicher gelegenen Regionen, also Nordsyrien vor allen Dingen, und dadurch die Kontrolle über den Handel dort, haben sie es geschafft, doch so viel Wohlstand zu generieren, dass man eine solche Riesenstadt und ein großes Reich ernähren konnte. Was ist die Bronzezeit? Ja, also ursprünglich ist es so, dass wir, die Archäologen, menschliche Kulturgeschichte, sagen wir es mal so, nach den Materialien die Menschen benutzt haben, eingeteilt haben. Das ist eine Einteilung, die aus dem 19. Jahrhundert kommt. Bronzezeit, Steinzeit, Eisenzeit. Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit mit verschiedenen Unterteilungen. Was ist Troja zum Beispiel? Troja ist auch Bronzezeit. Wobei, also es gibt eine Phase von Troja in der Bronzezeit und auch eine in der Eisenzeit, genauso wie Hattuscha dann von der Bronzezeit auch weiter in die Eisenzeit weitergeht. Bronzezeit ist generell die Epoche, in der Bronze, das heißt eine Kupferlegierung, allerdings nicht nur Kupferzinn, sondern vor allem Kupferarsenlegierung, das beherrschende Material gewesen ist. Das heißt nicht, Da dass werden die es. Schwerter draus gemacht, die Rüstungen, da werden die Geräte draus gemacht, Genau. ein Hammer ist. Ja, nee, Hämmer sind aus Stein. Also aus Ja. so starke Bronzehammer kann man nicht herstellen. Aber Schutzwaffen, Waffen, andere Geräte, das wird aus Bronze dann gemacht. Und in der Eisenzeit wird die Bronze dann nicht völlig abgelöst, aber eben sehr stark durch Eisen ersetzt. Das ist einfach eine technologische Veränderung. Es gibt jetzt hier eine Situation, die Schlacht von Kadesh, 1274 vor Christus. Und da kämpfen die Ägypter, und zwar der Pharao Ramses II., ein großer, säulenstarker, ja, auf Säulen verzeichneter, mit seinen Taten verzeichneter Pharao, ja, hier mit den Hethitern. Ja. Und es geht unentschieden aus, offenbar. Ja, das hat ein Vorspiel und ich hatte ja gesagt, dass die Hethiter durch den Ausgriff nach Nordsyrien bis an den Euphrat, bis an die Küste des heutigen Syriens ihr Machtgebiet so weit ausgedehnt haben, dass sie dort verschiedenen Reichen in die Quere gekommen sind. Das eine war Mitanni und das andere war Ägypten. Und dieses Mitanni-Reich, was ursprünglich eben weite Teile Syriens beherrscht hat, das wurde zwischen diesen beiden Machtblöcken aufgerieben und dann stand man sich militärisch, wirtschaftlich gegenüber. Und es gab eine Phase vor der großen Schlacht von Kadesh über etwa 150 Jahre, in der es auch also mehrfach Auseinandersetzungen kleinerer Natur gegeben hat, in der es eine starke Rivalität gegeben hat, in der beide versucht haben, der eine nach Süden, der andere nach Norden auszugreifen. Und man muss wissen, also Kadesh liegt in der Nähe der heutigen Stadt Homs, also genau etwa in der Mitte von Syrien. Und man hat so das Gefühl, das ist der Punkt, den man von beiden Seiten, von Süden kommend oder von Norden kommend, eben der weitest entfernte Punkt, an dem man sich in Anführungsstrichen getroffen hat. Diese Schlacht ging tatsächlich unentschieden aus, wobei die ägyptischen Quellen es natürlich so darstellen, als hätte der Pharao gewonnen. Aber die historische Meinung ist tatsächlich so, dass der Pharao in eine taktische Hinterhalt oder taktische Falle der Hethiter geraten ist und nur mit Glück seine Position halten konnte und dann dort das Ganze in einem Unentschieden endete. Es war so, dass die Hethiter dann auch nicht weiter nach Süden ausgreifen konnten und die Ägypter nicht nach Norden ausgreifen konnten. Und es gab einen Friedensvertrag, Ja. ja, einen wirklichen Ausgleichsvertrag, sodass also der seltene Fall, dass zwei Großmächte, ja, nicht
so aufeinandertreffen, dass eine die andere vernichtet, wie Rom, Karthago, ja, sondern es wird hier sozusagen ein Ausgleich geschaffen und dieser Vertrag ist heute noch, hat ein Ehrendenkmal in der UNO. Ja, dieser Vertrag ist etwas ganz Besonderes, weil wir auch die Vorgeschichte, also den diplomatischen Briefverkehr zu diesem Vertrag kennen. Und daraus geht hervor... In ägyptischer Schrift? Oder nein, in die Lingua Franca, das heißt, ach, die diplomatische Verkehrssprache dieser Zeit, war weder hethitisch noch ägyptisch, sondern akkadisch. Also die mesopotamische Sprache, die Sprache, die in Mesopotamien verwendet wurde, wurde als Lingua Franca im Alten Orient verwendet. Das war die Sprache, die Handelssprache jeder auch kannte, ja genau, ja, die jeder konnte, so wie heute Englisch oder Französisch, früher bei den Diplomaten. Und diese Briefe, die zwischen dem Pharao und dem hethitischen König ausgetauscht wurden, die kennen wir. Die sind bei diesen frühen Ausgrabungen 1906, 1907 gefunden worden. Und aus diesen Briefen geht hervor und auch aus der Präambel des Vertrags geht hervor, dass man sich darüber im Klaren war, dass man also jetzt sehr lange Krieg geführt hat gegeneinander, dass das mit dem Kriegführen nichts gebracht hat. Und in der Präambel des Vertrags wird also gesagt, dass man einen Frieden möchte, schaffen möchte, der zum Wohle beider Völker auch möglichst lange dann bestehen bleiben soll. Und tatsächlich, es wird ein Vertrag geschaffen, der das erste Mal zwei Staaten auf Augenhöhe miteinander kommunizieren lässt und miteinander ein gemeinsames Ziel, nämlich Frieden, definieren lässt. Und das ist der erste Vertrag, Friedensvertrag oder politischer Vertrag in der Menschheitsgeschichte, wo es auf Augenhöhe kommuniziert wird, wo nicht der Sieger dem Besiegten etwas diktiert, wie das vorher der Fall gewesen ist. Es gab also vorher sehr oft Verträge, also in Mesopotamien, auch in Ägypten. Aber diese Verträge waren immer, dass der Sieger dem Besiegten seine Bedingungen diktiert hat. Aber in diesem Falle zwischen Hattusili III. Und Ramses II., dieser Vertrag hat ein ganz anderes Ziel. Und man muss auch sehen, dass dieser Vertrag dann über 80 Jahre, vielleicht 70 Jahre, je nachdem, welche Chronologie man da nimmt, Bestand hatte und den Frieden zwischen beiden Völkern gesichert hat. Es gab dann Austausch von Diplomaten, es gab Austausch von Künstlern, von Handwerkern, von Ärzten zum Beispiel, die nach Hattusha gekommen sind. Das ist interessant. Also dass hier Schreiber, Seher, Sterndeuter, ja, nicht? Ärzte, ja, nicht? Und alle diese Attribute einer hohen Zivilisationsstufe, ja, also in Hattusha anwesend sind, ja, so wie sie es am ägyptischen Zentrum auch wohl sind. Ja, wobei man nicht davon ausgehen sollte oder darf, dass die Hethiter alles von außen übernommen haben, sondern die Hethiter hatten schon sehr früh begonnen, sich sozusagen auf die wissenschaftliche Höhe ihrer Zeit zu begeben. Das hat seinen Ursprung in der ganz frühen Geschichte des Hethitischen Reichs. Man hat die Sprache, also die Schrift aus Babylonien übernommen, mitsamt wahrscheinlich der gelehrten Schreiber, die das dann auch Hethitern dann beigebracht haben. Und zumindest in dieser Zeit waren die Hethiter auf der Höhe der vier oder später dann noch drei großen Reiche des Alten Orients. Also das waren die Hethiter, es waren die Ägypter, Mitanni und Assyrer. Und wie ich gesagt hatte, Mitanni wird dann aufgerieben zwischen Ägypten und den Hethitern. Dann sind es die Hethiter, Ägypter und Assyrer gegen Ende des 2. Jahrtausends. Die Assyrer sind ja offenkundig eine große Militärmaschine, die dann sich sozusagen aus den eroberten Gebieten nähert. Ja? Und 300 Jahre einen riesen Aufstieg hat, auch 3000 Jahre kann man zählen. Ja? Und dann in 3 Jahren, ja, geht dieses Reich unter, als sie schon vor dem 100-jährigen Theben in Ägypten sind. Ja? Werden sie zerrissen, zerstört, zurückgetrieben und verschwinden. Hier bei den Hethitern gibt es etwas anderes. Die sind ja offenkundig nicht nur militärisch vorgedrungen, sondern auch durch Verträge, durch Handel, ja, sind eigentlich eine scheinbar friedlichere Macht. Das ist schön, dass Sie das so sehen. Viele Forscher oder auch viele in der Wissenschaft gelten die Hethiter eigentlich als sehr kriegerisch und als sehr aggressiv. Das hat
bisschen damit zu tun, wie sie in den Texten dargestellt werden, vor allen Dingen in den Texten derer, die dann ihre Feinde. Die unter ihnen zu leiden haben. Also es gibt jetzt gerade aus den Grabungen in Katna in Syrien also bekannte Texte, wo beschrieben wird, was passiert, wenn die hethitische Militärmaschinerie anrückt. Aber ich glaube, dass sich diese Völker alle oder die Herrscher dieser Zeit alle in nichts nachgestanden sind. Der Unterschied der Hethiter ist folgender. Anatolien ist eine sehr heterogene Landschaft, die man nicht in einem Zentralstaat, zumindest mit bronzezeitlichen Methoden, nicht in einem Zentralstaat kontrollieren kann von einer Hauptstadt aus. Also man muss sich das vorstellen, von Boaskö bis Kuşaklı, Sarissa ist eine Provinzstadt im Osten des Kernlandes, das sind 200 Kilometer. Im Winter ist kein Durchkommen ohne moderne Fahrzeuge. Und dadurch kann man dieses Reich nur durch Loyalität und Überzeugung zusammenhalten. Das heißt, die Hethiter haben, es gab zwar einen Großkönig, einen zentralen Großkönig, aber die Provinzfürsten oder Könige, die sich in den Texten auch Könige nennen, hatten viel mehr Macht als in anderen Regionen des Vorderen Orients. Sie waren nicht so stark den hethitischen Zentralkönigen unterstellt, mussten automatisch innerhalb ihres Herrschaftsbereichs autonomer regieren. Man könnte versucht sein, die Struktur ein bisschen mit einem föderalen Staat zu vergleichen, im Gegensatz zu einem zentralistisch regierten Staat. Feudalen Staat. Nein, einem föderalen Staat. Feudal waren diese Gesellschaften nicht. Mit einem föderalen Staat im Gegensatz zu einem zentralistisch regierten Staat, wie wir das, also wenn man die heutigen Begriffe übertragen möchte, was nicht immer passt. Und die Hethiter haben dann auch in den Regionen Syriens haben sie diese Städte dort durch Vasallenverträge regiert. Sie haben versucht, möglichst die Leute einzubinden und vertraglich zu binden und dadurch ihre Macht zu sichern. Und das ist ganz anders, als das eben die Assyrer oder auch die Ägypter getan haben, die viel direkter in diese Region eingegriffen haben. Jetzt gibt es etwas ganz Merkwürdiges, dass recht plötzlich, ja, also eigentlich in wenigen Jahrzehnten hatte ich den Eindruck, wie Sie es schreiben, hier ein Zivilisationsbruch stattfindet. Das heißt, dieses riesige Hethiterreich, ja, fällt auseinander. Es bleibt immer noch etwas übrig. Ja? Es wird, wie Sie ja nachgewiesen haben, eine Kontinuität nachzuweisen sein. Ja? Aber das ist so ähnlich wie wenn im Mittelalter in den Ruinen von Rom, ja, noch eine Bevölkerung lebt. Ja. Wahrscheinlich noch drastischer. Das war wahrscheinlich noch drastischer. Wie kommt es denn zu diesem Sturz? Also man muss bei den Hethitern oder bei dem hethitischen Reich, wie gesagt, das darf man nicht als monolithischen Block betrachten. Allein schon aufgrund der Größe, aber eben auch schon aufgrund der geschilderten Struktur. Es bricht zusammen in den letzten Jahrzehnten des 13. und in den ersten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts vor Christus. Also sagen wir 1100 und? Nee, zwischen 1220 und 1180 muss es irgendwann vor Christus muss es irgendwann zusammengebrochen sein. Oder ist es zusammengebrochen? Und zwar nicht man hat früher gedacht, in einem großen Angriff der sogenannten Seevölker. Was sind Seevölker? Seevölker werden in den ägyptischen Quellen genannt. Das ist eine Wanderbewegung, die das östliche Mittelmeer zum Teil verheert. Auch gegen die Ägypter kämpfen die, werden dann von den Ägyptern letztendlich im heutigen Raum von Palästina angesiedelt. Und man hat gedacht, dass diese Seevölker eben auch die Hethiter waren sozusagen. Ja, gesehen von also sie kommen aus dem ägäischen, vielleicht sogar balkanischen, also balkanisch-ägäischen Raum. Die kommen zu Schiff. Und wir können auch entlang der Südküste der Türkei eine ganze Reihe von Zerstörungshorizonten nachweisen, in Palästina ebenso. Sind aber nicht die Phönizier. Nein, das sind nicht die Phönizier. Das ist was ganz anderes. Also das ist was ganz anderes. Also man hat lange gedacht, dass die Hethiter in diesem Zusammenhang zerstört worden sind. Aber in Hattusha gibt es keine Hinweise auf eine zentrale
Eroberung, auf eine schlagartige Zerstörung, sondern es gibt Hinweise darauf, dass das nach und nach auseinandergebrochen ist, dass es sozusagen auseinanderdiffundiert ist, das System nicht mehr funktioniert hat, sowohl politisch, innenpolitisch, als auch wirtschaftlich, als auch dann außenpolitisch ins Wanken geriet. Es gibt da so Botschaften des Großkönigs. Ja? Man solle um Leben und Tod Getreide nach Hattusha schaffen. Ja. Ja? Anforderungen an die Vasallen. Ja, auch es gibt sogar auch eine Bitte nach Ägypten dahingehend. Und das zeigt, glaube ich, die Verzweiflung, in der man ist. Denn also man muss sich tatsächlich vor Augen führen, dass man angesichts der Topografie von Zentralanatolien oder Anatolien allgemein, es illusorisch wäre, größere Mengen Getreide, die also mehrere 10.000 Menschen in Hattusha und dem kethitischen Kernland ernähren sollte, von der Küste über die Berge oder über mehrere Bergketten über 500, 600, 700 Kilometer zu transportieren mit den damaligen Methoden. Das ist illusorisch anzunehmen, dass das funktioniert. Wir gehen davon aus, wir versuchen das im Moment so zu rekonstruieren, dass die innenpolitischen Spannungen gepaart mit wirtschaftlichen Problemen dazu führten, dass man versucht hat, die Hauptstadt oder das Zentrum des Reiches in strategisch günstigere Regionen zu verlagern. Das heißt also wahrscheinlich in den Süden Anatoliens. Das heißt, es würde bedeuten, dass die Elite oder ein Teil der Elite die Stadt verlassen hat, der König mit seinen wichtigsten Gefolgsleuten. Und versucht hat, an einem anderen Punkt des Reiches nochmal zu alter Kraft zu kommen. Es bilden sich Usurpatoren. Und es gibt dann aus den verschiedenen Zweigen der hethitischen Königsfamilie mögliche Usurpatoren oder mögliche Personen, die Anspruch auf den Thron erheben. Das können wir nicht nachvollziehen in den Texten, das ist jetzt Spekulation. Aber man kann sehen, dass das dann innerhalb von sehr kurzer Zeit, also maximal mehrere Jahrzehnte, auseinander diffundiert, zusammengebrochen ist. Es gibt ja sozusagen eine mykenische Überlieferung. Ja? Die Zeiten, wie Sie sie hier beschreiben, 1180, auch erreichen kann. Und es gibt sozusagen den uns unbekannten Vorgang in Troja, den wir nur durch den Mythos kennen, ja? Also durch Nacherzählung kennen. Von Hattusha gibt es ja keine Nacherzählung oder gibt es einen Epos über den Untergang? Nein, es gibt nichts. Ja? Aber wenn ich so mir vorstelle, diese herrliche Stadt, ja, die einen starken Eindruck macht, ja, also manche Bilder des himmlischen Jerusalem, ja, kann ich mir durchaus verwechselt vorstellen mit Hattusha. Ja? Denn Jerusalem war nie so ein Bild, ja, wie das hier Hattusha gewesen sein mag, mit seinen Tempeln und Türmen, Wasserreservoirs, ja. Getreidespeichern, ja, der Lebhaftigkeit der Menschen. Und kann es sein, dass hier Hattusha auch verwechselt wird mit Trojas Untergang? Nein. Also wenn man das, also ich meine, die Größe Trojas und die Bedeutung Trojas in unserer Kultur ergibt sich daraus, dass Troja über diesen Mythos, der auf Homer zurückgeht, der Gründungsmythos von Europa im Endeffekt ist. Das ist aber eine künstliche Überhöhung dieses Ortes. Wenn man den Ort auf seine archäologische oder historische Bedeutung runterbricht, dann ist das im Vergleich zu Hattusha oder im Vergleich zu den altorientalischen Großstädten wie Babylon oder Mari oder Aleppo oder Karkemisch oder Assur, ist das ein Stadtteilchen. Also man muss das wirklich in der Relation zueinander sehen. Selbst Hattusha ist im Vergleich zu Assur oder Babylon oder Piramesse ein deutlich einfacher Produkt, deutlich kulturell, deutlich einfacher gestaltete Kultur. Nicht so, wir würden sagen, nicht so sophisticated wie jetzt die babylonisch-mesopotamische Kultur oder die ägyptische Kultur. Das muss man ganz klar sehen. Also wenn man die Kunst betrachtet, wenn man die Literatur betrachtet, Astronomie, Wissenschaft und so weiter und so fort. Die Hethiter haben für Anatolien einen sehr hohen, einmalig hohen Stand erreicht, aber in der Relation zu den anderen konnten sie auch noch was lernen. Und es gibt Verbindungen immer wieder mal
der Hethiter in den Westen, zu, wenn man Achiawa mit Mykene oder dem mykenischen Großreich oder wie man das auch immer definiert politisch, gleichsetzt, dann mit dem mykenischen politischen System oder zumindest mit den dessen östlichsten Ausläufern, also an der Westküste Kleinasiens. Es gibt auch Kontakte kurzfristig mit Troja, aber die dienten in der Regel nur dazu, die Westflanke des hethitischen Vorstoßes nach Süden und der hethitischen Kontrollbemühungen nach Süden zu sichern. Und wenn man sich anguckt, was jetzt die hethitischen Texte über das berichten, was man an Beute, Tribut aus dem Westen oder aus dem Süden und Südosten bringt, das ist ein himmelweiter Unterschied. Also aus dem Südosten kommen die wirklich wertvollen Güter, Gold, Silber, feine Stoffe, die man da, der wirtschaftliche Input kommt von dort. Aus dem Westen hat man allenfalls Kleintiere, also Schafe, Ziegen, Rinder, Haustiere mitgebracht und sonst war da nicht viel zu holen. Also Hattusha liegt eigentlich völlig außerhalb der, oder sehr weit außerhalb der Hauptrouten. In einem fast unzugänglichen Gebirge. Schwer zugänglichen Gebirge, ja. Aber außerhalb der Hauptrouten Anatoliens. Aber wenn man in der Kunstgeschichte diese Städte, die auf einem Berg sind, auch den Gral stellt man sich so vor, ja, nicht? Wenn man diese Abbildung sieht, dann mag so eine Ahnung von der Wirkung von Hattusha dabei sein. Ja. Denn die mesopotamischen Städte sind alle in der Ebene. Die sind in der Ebene, die haben auch auf Wirkung gebaut. Also man, das Problem ist natürlich, wir wissen das nicht, wie das als auch ausgesehen hat. Auch in Mesopotamien, wir können die Höhen dieser Gebäude kaum eruieren. Ja. Aber wenn man sich also Modelle, sagen wir von Babylon, ansieht, dann waren das schon sehr hohe Bauten, die auch auf Sicht gebaut waren, auch darauf ausgerichtet waren, gesehen zu werden. Man denke nur an den, an die sogenannten hängenden Gärten von Babylon. Das war sicherlich auch etwas, womit man ja, Zivilisation und Machtanspruch transportiert hat nach außen. Aber die Hethiter haben das, da stimme ich Ihnen zu, durch die geschickte Ausnutzung der Topographie und der Landschaft zu einer sehr seltenen oder einmaligen auf einem Felsen auch noch mal eine Mauer Brillanz und dahinter gebracht. Noch mal ein Tempel und dann auch ein Turm und so weiter. Genau. Das muss schon sehr eindrucksvoll gewesen sein. Ich stelle es mir blau vor. Ja. Blau. Also wenn Sie vielleicht mal kommen könnten, dann würden Sie sehen, dass also wahrscheinlich allenfalls weiß gekalkt. Da wird ja jemand, der sich annähert in 20 Kilometer Entfernung, also eine Tagesreise, bevor er diese doch herrliche Stadt erreicht mit ihren Türmen, ja, und ihren Tempeln, ja, sieht er sie vor sich. Eigentlich wie ein Gral. Man muss sich das in der Zeit der Hethiter doch sehr beeindruckend vorstellen, auf verschiedenen Höhenniveaus diese monumentalen Bauten mit 6 Kilometer Mauern. 6, 7 Kilometer langen Stadtmauern und so weiter. Also das ist.